Vielen Dank, lieber Peter Siller. Tatsächlich geht es jetzt um die grüne Teilhabeidee in der Einwanderungsgesellschaft. Und ich würde mich freuen, Lamia Kador, wenn du nach oben kommen würdest und Cem Özdemir desgleichen. Es stehen schon die Namen hier. Mein Name ist Albert Eckert. Ich bin zu einer Zeit groß geworden, als Multikulti noch kein Schimpfwort war. Es hat sich ja so manches im Diskurs verändert. Und die grüne Teilhabeidee, das ist ja so eine... ein Gespinst, das sich nicht nur auf Integration erstreckt und nicht nur auf die Einwanderungsgesellschaft. Ich werde euch beide gleich fragen, was ihr eigentlich unter Integration versteht, aber möchte euch erst mal vorstellen. Also Lamia Kador ist Islamwissenschaftlerin. Sie ist Autorin zahlreicher Bücher, sitzt jeden Tag auf einem anderen Podium beinahe, ist im Moment eine der meistgefragten sozusagen zu diesem Thema und Vorsitzende des Liberal-Islamischen Bundes. Sie gilt immer so als eine derjenigen, die für einen anderen Islam stehen, von dem sich viele etwas anderes erhoffen als das, was sie mit Islamismus verbinden. Wir kommen sicherlich noch zum Islam. Ich habe hier neben mir einen Bundestagsabgeordneten. Cem ist, Mitglied der Fraktion Bündnis 90, die Grünen und auch Vorsitzender der gleichnamigen Partei. Und ich darf euch das Publikum hier vorstellen, habe leider keine Dossiers darüber erhalten und muss deshalb einfach fragen. Bitte euch einfach die Hände zu heben, Sie und euch die Hände zu heben, wenn ihr glaubt, das beträfe euch. Ich kann das von Peter Siller genannte Millionenpublikum jetzt leider nicht befragen, das per Livestream zugeschaltet ist. Aber meine erste Frage, also ich gehe natürlich jetzt auf integrationspolitische Fragen ein, ist, wer von Ihnen und euch, ich sage erst, welche Fragen ich stelle, eine deutsche Staatsbürgerschaft hat und dann, wer eine andere oder eine doppelte Staatsbürgerschaft hat. Das wird der zweite Teil. Wer hat denn die deutsche Staatsbürgerschaft? Na, das sind ja viele. Wer hat eine doppelte oder eine andere Staatsbürgerschaft? Ah, doch ein paar. Deutsch-Mazedonisch oder sowas. Was hast du denn für eine? Die syrische, denn ich kann aus der syrischen nicht austreten. Einmal Syrer, immer Syrer. Ah, das heißt syrisch und deutsch. Deutsch und Syrisch. Ah, gut. Das war eine Ansage. Gut, meine nächste Frage geht ein bisschen in die gleiche Richtung, nämlich mich interessiert, wo Sie oder ihr aufgewachsen seid. Möglicherweise sind einige nicht in Deutschland aufgewachsen, sondern anderenorts. Dann bitte ich die jetzt, also wie ihr das definiert mit aufgewachsen seid, ob bis zum 12. oder zum 18. Lebensjahr oder so, was ist jetzt eure Sache? Wer von euch ist, wer von Ihnen ist anderswo als in Deutschland aufgewachsen? Ah, okay. Okay, schon ein paar, alles klar. Schwabenland zählt als Deutschland, in der Tat. Wer von, danke für die kurze Nachfrage, wer von Ihnen oder euch hat einen Weg vor dem Fall der Mauer von einem Deutschland ins andere gemacht? Okay, da gibt es immerhin auch einen, zwei, okay. Ich frage jetzt nicht, ob von Ost nach West oder West nach Ost, das lässt sich im Gespräch herausfinden. Und habe aber noch eine weitere Frage, die mich umtreibt, ehrlich gesagt. Das ist die Frage danach, wer von Ihnen oder euch Fachmann oder Fachfrau für Integration ist, also möglicherweise als Wissenschaftlerin oder Publizistin oder als Sozialarbeiterin oder sowas. Wer ist denn da Fachpublikum? Politikerin auch, natürlich, allerdings. Okay, also wir haben ziemlich viele, die sich interessieren dafür, aber nicht ganz so viele ExpertInnen, außer natürlich auf dem Podium und die verstreuten Ministerinnen und Minister, die hier im Saal sitzen. Und die letzte Frage, wer von Ihnen oder euch ist, arbeitet direkt mit Flüchtlingen oder ist in der Flüchtlingsbewegung aktiv? Also nicht so Leute wie ich, die nur Geld dafür zahlen, sondern die sich tatsächlich mit einem Teil ihrer Zeit in der Flüchtlingsarbeit engagieren, ehrenamtlich oder wie auch immer. Das sind einige.
Das sind einige. Herzlichen Dank. Das ging jetzt mitten, glaube ich, ins Zentrum der Debatte. Mich interessiert, wie ich schon angedroht habe, Cem und Namir, zuerst, was eure Vorstellung von Integration ist. Was heißt Integration für euch? Und möglicherweise, was hat das denn mit Gerechtigkeit zu tun? Ich frage, Ladies first, pardon, zuerst Lamia. Ja, also wenn wir... Die Frage bekomme ich oft gestellt, deshalb ist die Antwort für mich ganz klar. Also Integration bedeutet für mich eine Bewegung aller gesellschaftlichen Akteure oder aller gesellschaftlichen Gruppen zueinander hin. Und damit meine ich wirklich alle. Also egal ob Minderheit oder Mehrheit, die Bewegung muss zueinander hin führen. Für mich ist das, also so abgedroschen, es klingt natürlich keine Einbahnstraße, sondern es muss ein gegenseitiger, wechselseitiger Prozess sein. Des sich Annäherns und vielleicht auch mal sich Distanzierens, aber im Grunde genommen des sich Annäherns, um eine gemeinsame Lebensgrundlage zu schaffen. Was hat das mit Gerechtigkeit zu tun? Das hat insofern, ich glaube, Gerechtigkeit ist das Vorzeichen oder die Grundlage des Aufeinanderhinbewegens. Ja, es muss einem die Chance gegeben werden, um sich überhaupt hinzubewegen und dass man sich auf mich zu bewegt, in Anführungsstrichen. Ich glaube, das hat sehr viel mit Gerechtigkeit zu tun, denn manchmal hat man ja sehr unbequeme Ausgangspositionen, beispielsweise. Und um die zu umgehen, ist jetzt vielleicht falsch zu sagen, umgehen, es geht ja nicht darum, dass man die umgeht, aber um die zu überbrücken, muss mir die Möglichkeit, die Chance, und das hat sehr wohl was mit Gerechtigkeit zu tun, gegeben werden, um diese Bewegung hin überhaupt machen zu können. Denken wir an Bildungsgerechtigkeit. Aber wenn das alles aufeinander hin, zueinander hin heißen soll, das heißt Täter zu Opfern und alle möglichen miteinander, oder wer soll denn da alles zusammenkommen? Täter und Opfer hast du jetzt gesagt. Wenn ich von der Gesellschaft spreche und von Integration, von Integrationsbemühungen innerhalb einer Gesellschaft, dann meine ich damit natürlich gesellschaftliche Gruppen und Gruppierungen. Also Täter und Opfer hast du gesagt. Es geht ja, also ich glaube, was wir schaffen müssen, ist eine gemeinsame Lebensgrundlage schaffen. Die ist schon da, aber wir müssen sie vielleicht stärker definieren. Denn angesichts der jetzigen Migrationsbewegung nach Deutschland oder zu uns hin, fehlt mir das an bestimmten Orten. Ja, also ich kann sehr gut verstehen, dass Menschen sagen, naja, die Flüchtlinge, so abgedroschen, das klingt, es ist auch abgedroschen, die Flüchtlinge müssen sich anpassen. Klar, das müssen sie. Aber der Flüchtling wird sagen, an was soll ich mich genau anpassen? Das muss man mir erstmal sagen. Und das hat natürlich was mit Gerechtigkeit zu tun. Denn ich kann zu Recht verlangen, dass sich jemand hier einfügt in das Wertesystem, in unsere gesellschaftlichen Vorstellungen. Aber dafür muss ich sie zunächst definieren. Und manchmal denke ich, so weit sind wir komischerweise noch nicht. Obwohl wir schon doch sagen können, was unsere Gesellschaft ausmacht. Ich will es nochmal überspitzen, weil ich gesagt habe, Täter-Opfer. Also wenn geflüchtete Menschen jetzt auf Rassisten treffen und es so richtig Zoff gibt, was ja tatsächlich vorkommt, ne? Also dass vor Flüchtlingsheimen Gegendemonstrationen stattfinden und so weiter. Wie soll dieses Aufeinander zu und alle kommen zusammen, wie soll das denn aussehen? Jetzt hast du natürlich eine sehr drastische Situation genommen, in der das Aufeinanderzugehen sehr schwierig wird. Bis unmöglich wird. Ich glaube aber, dass man in dem Moment auch nicht mehr von Integration sprechen kann. Denn da hat sich mindestens eine Seite ja dieser Bemühung abgewendet oder von dieser Bemühung abgewendet. Da kann man ja dann nicht mehr davon sprechen, dass das eine gegenseitige Bewegung zueinander hin ist. Spätestens ab dem Zeitpunkt, wenn sich einer der beiden Partner sozusagen entscheidet oder mehrere Partner entscheidet, das nicht mehr zu machen, ist die Integration im Grunde genommen zumindest von diesem Teil der Gruppe gescheitert. Nichtsdestotrotz wird Politik damit umgehen müssen. Jetzt frage ich mal nicht den Bundesvorsitzenden der Partei, sondern einfach Cem, was heißt eine Integration für dich? Wir vergessen mal, dass du in dieser Partei bist. Okay. Also Integration wären für mich im Kern drei Sachen. Das eine davon ist keine ganz neue Erkenntnis, die geht zurück auf die Zeit der Anwerbeabkommen, denen ich meine Existenz verdanke. Ich bin ja in Deutschland geboren, aufgewachsen im Schwäbischen und meine Eltern sind beide über ein Anwerbeabkommen mit der Türkei damals in die Bundesrepublik Deutschland gekommen, Anfang der 60er. Damals ging es um die Integration auf den Arbeitsmarkt, nach wie vor ganz entscheidender Punkt. Übrigens ein Punkt, der häufig unterschätzt wird,
bei der Integration, je schneller ich in den Betrieb komme, je schneller ich deutsche Arbeitskollegen kennenlerne, je schneller ich auch die Routine einfach der Arbeitswelt mitbekomme, umso einfacher fällt mir nachher die Integration. Deshalb ist es für mich ein ganz wesentlicher Punkt, so schnell wie möglich, das gilt auch gerade jetzt für die Flüchtlinge, deshalb Arbeitsmarktzugänge weg, da bin ich für eine sehr liberale Position und so schnell wie möglich auf den Arbeitsmarkt, auf Schwäbisch würde ich sagen, es schadet niemandem, wenn man es schafft. Das Zweite, das ist eine Erkenntnis, die ist etwas neuer, die hat man damals nicht gehabt, das ist die Bedeutung der Sprache. Das hatte man damals nicht und das muss man auch der Fairness halber sagen, wenn man mit älteren Betriebsräten spricht aus den 70ern, die einem erzählen, dass die Erkenntnis ja keine ganz neue ist. Auch die gab es auch damals schon, dass manche zu ihren Chefs gegangen sind und gesagt haben, Mensch, das wäre doch gar nicht schlecht, wenn wir die Leute hier im Betrieb haben, dass man einen Deutschsprachkurs macht. Antwort damals häufig, brauchen wir nicht, für die paar Handgriffe am Fließband reicht das Deutsch völlig aus. Zeitverschwendung respektive Geldverschwendung. Ich glaube, da sind wir jetzt mittlerweile an der entscheidenden Stelle weiter, dass für den Zusammenhalt einer Gesellschaft die Lingua Franca gepflegt werden sollte. Fällt ja auch manchem schwer, der schon immer hier war, mit Mundart. Wir können alles außer Hochdeutsch. Aber jedenfalls ist das eine unabdingbare Voraussetzung für Teilhabe und für Erfolg in der Gesellschaft. Ansonsten scheitert man. Ansonsten kann man seine eigenen Interessen nicht vertreten, ansonsten kann man sich nicht für die Kinder einsetzen, Stichwort Elternabend, Verbraucherschutz, Mieterberatung, whatever. Also Sprache. Und der dritte Punkt, das ist eine Erkenntnis, die ist etwas neuer, die wird jetzt nochmal ein bisschen augenscheinlicher durch die Ereignisse in der Silvesternacht in Köln. Das ist die kulturelle Integration, die gehört auch dazu. Zur kulturellen Integration muss man sagen, eigentlich sollte einen das gar nicht so wundern, wie es manche wundert aktuell, denn Lamia weiß das besser, wenn man jetzt sich vorstellt, Leute kommen aus Ländern, die keine Demokratie sind. Leute kommen aus Ländern, wo die Polizisten nicht die Guten sind. Leute kommen aus Ländern, wo du ohne Korruption vor Gericht nicht Recht gesprochen bekommst, sondern nur, wenn du die Herrschenden kennst oder entsprechende Beziehungen hast. Da kann man doch nicht erwarten, dass die sich über Nacht in einer hochkomplizierten Gesellschaft zurechtfinden. Sowas will organisiert werden, sowas will begleitet werden, sowas will von Anfang an die Hand genommen werden. Übrigens auch mit klaren Ansagen. Also ich will jetzt nicht Erzieher mit Kindern Migranten mit Kindern gleichsetzen, aber so wie in der Erziehung man auch neben aller Freiheit auch klare Grenzen braucht. So ist es natürlich auch wichtig, dass eine Aufnahmegesellschaft sagt, wo die Grenzen sind. Ich will mal einen Punkt klar benennen. Ich sage das bei jeder Rede. Wer ein Problem mit Frauen hat, kann gleich wieder gehen. Die anderen sind herzlich willkommen. Das gehört zu den Spielregeln dieser Gesellschaft. Dafür haben wir hart gekämpft. Dafür haben wir hart gerungen für bestimmte Dinge in dieser Gesellschaft. Ich bin ja auch, jetzt muss ich doch kurz Vorsitzender spielen, wenn du mir es gestattest, Albert. Ich bin ja auch Vorsitzender einer feministischen Partei. Und als solcher, wir haben für diese Dinge hart gekämpft. Übrigens oft auch gegen Leute, die jetzt über Nacht zu Feministen mutiert sind. Man muss sich ja manchmal wundern, wer an seiner Seite steht. Manchmal hat man ja so das Gefühl, Horst Seehofer hat den Feminismus persönlich erfunden. Ich kann mich da nur vage dran erinnern, da war mal was beim Thema Vergewaltigung in der Ehe, die Abstimmung im Bundestag damals, aber ich will da jetzt gar nicht so sehr im Vergangenen wühlen. Ich will nur sagen, etwas mehr Ernsthaftigkeit kann der Debatte auch keinen Schaden zufügen. Manchmal hat man das Gefühl, man muss quasi darauf warten, bis aus Wildbad Kreuth die Forderung kommt, wer nicht mindestens zweimal am Christopher Street Day in Damaskus teilgenommen hat, bekommt künftig kein Asyl mehr in Deutschland. Also da ist schon eine gewisse Schräglage, auch was die Ernsthaftigkeit der Anliegen angeht, die ja richtig sind, um das klar zu sagen. Die Anliegen darf man nicht diskreditieren. Diejenigen, die die Anliegen manchmal vorbringen, erwecken den Eindruck, als ob es ihnen weniger um die Verwirklichung dieser Anliegen für die gesamte Gesellschaft geht, als um andere Fragen. Und die Frage mit der sozialen Gerechtigkeit, ich finde, damit hat es sehr viel zu tun. All dieweil nämlich vieles von dem, was wir, und die Debatte ist ja keine ganz neue für die, die sie schon länger führen. Vieles von dem, was wir als kulturalistische Aspekte beschreiben, in Wirklichkeit natürlich soziale Fragen sind. Das heißt, wir haben, seit es diese Debatte gibt, den permanenten Versuch, sie kulturalistisch aufzuziehen, zu
mit einer ethnischen Brille zu betrachten. Jetzt will ich es mir nicht so einfach machen zu sagen, als ob das gar keine Rolle spielen würde. Vielleicht haben wir da nachher auch noch Zeit dazu, darüber muss man auch reden. Diese Dimension gibt es, die kann man nicht komplett ausblenden. Aber die gute Nachricht ist, im Kern ist es natürlich hauptsächlich eine soziale Frage. Und das Gute an der sozialen Frage ist, die kann man gestalten. Während die andere Frage zu gestalten ist, deutlich komplizierter bis fast unmöglich. Das heißt, das kann man verändern. Und worin besteht der Zusammenhang? Nun, der ist ganz schlicht. In meinem Fall, wir haben es eben mit Leuten zu tun gehabt, die überwiegend Arbeiterfamilien sind, überwiegend aus bildungsfernen Schichten kommen, sogenannte bildungsferne Schichten kommen. Und da korrelieren eben bestimmte Phänomene, die man, wenn man sie mit der entsprechenden deutschen Schicht vergleicht, wo man bestimmte Überlappungen sieht. Also ist die Frage der Antwort darauf eben entsprechende staatliche Strukturen, die dafür sorgen, dass die Gesellschaft möglichst durchlässig wird und die gläserne Decke, dass die möglichst verschwindet und wir eine Aufstiegsmobilität bekommen, auch für Kinder mit Migrationshintergrund, genauso wie für deutsche Arbeiterkinder, genauso wie für Kinder aus einkommensschwachen Familien. Da sind die Unterschiede gar nicht so dramatisch, sondern das ist der Ansatz, wie man was verändern kann. Vielleicht darf ich noch was ergänzen. Also aus Sicht einer Deutschen, die in Deutschland geboren worden ist mit syrischen Eltern, reicht mir das nicht, zu sagen, wirtschaftliche Integration, klar, es spielt eine ganz große Rolle, wirtschaftliche Integration, die kulturelle Integration, die sprachliche Integration. Aber ich finde ausschlaggebend, um zu sagen, also jetzt fühlt man sich hier zu Hause, ist natürlich die emotionale Integration und die bleibt häufig auf der Strecke, weil unser Gesellschaftsbild oder unsere Gesellschaftsvorstellung von Deutschsein und was wir eigentlich als uns quasi auch verstehen, es sehr schwer machen, andere mit dazu zu nehmen, die vielleicht, naja, die von außen dazukommen. Ja, es ist nicht so einfach, es reicht eben nicht, sich nur wirtschaftlich zu integrieren, sprachlich zu integrieren und kulturell zu integrieren, sondern auch dann bleibt man immer noch irgendwie fremd. Und wenn ich das sage, und ich fühle mich schon so ziemlich deutsch, das ist ein Punkt und über den müssen wir sprechen, der wird zu stark unter den Tisch fallen gelassen. Und ich finde auch, und das habe ich schon mal gesagt, und das meine ich auch so, dieses Attribut mit Migrationshintergrund sollte aus meiner Sicht abgeschafft werden. Was sagt er denn noch aus über uns? Statistisch gesehen ist das gut gewesen, dass wir das erhoben haben, um zu schauen, wie sind die Bildungserfolge, wie lief das alles. Wenn ich heute an meine Kinder denke, da werde ich ernsthaft gefragt, ob meine Kinder einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Mir ist schon klar, warum das abgefragt wird, wegen der Statistik. Aber es ist dennoch eigentlich grotesk, ja, dass ich überlegen muss, ob meine Kinder, die in der dritten Generation in Deutschland geboren worden sind, einen Migrationshintergrund haben. Und wenn ja, ja, welchen Schluss ziehen wir denn jetzt daraus? Ich finde, allmählich könnte man sich wirklich überlegen, ob wir diesen Begriff nicht abschaffen wollen, denn er stigmatisiert mehr, als dass er positiv fördern würde oder so. Also sofort Applaus, nur um das dem Millionenpublikum zu sagen. Was ist mit diesem Emotionalen? Also was meint das? Heißt das, es ist so schwer, deutsche Freunde zu finden? Oder was ist das mit diesem Emotional? Ja, es meint, sich hier wirklich zu Hause zu fühlen. Es meint, also Heimat ist eh für uns Deutsche ein sehr schwieriger Begriff. Ja? Was verstehen wir unter Heimat? Aber nicht so, also wir Deutschen kennen Heimatfilme, Heimatmusik. In anderen Ländern kennt man das Äquivalent dazu nicht. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist eine andere Frage. Aber ich, wenn mich jemand fragt, wo ist deine Heimat, würde ich sofort sagen Deutschland. Auch wenn ich zu Syrien irgendwie, ich sag, heimatliche Bezüge habe, weil meine Eltern herkommen, weil ich diese Sprache spreche, weil 90% meiner Verwandtschaft, also ich glaube sogar 95% meiner Verwandtschaft in Syrien lebt. Aber dennoch steht das für mich völlig außer Frage. Aber es wird mir trotzdem, oder es wurde mir trotzdem, weil jetzt ist es mir egal, ob jemand meint, mich ausgrenzen zu wollen, nicht leicht gemacht. Und ich hatte schon immer diese Einstellung. Es fängt schon an, wenn ich sage oder gesagt habe, ich trinke keinen Alkohol. Da war das für viele schon direkt, oh, die ist ja nicht so wie wir. Das sind Kleinigkeiten, ja. Oder sagen Sie mal jemandem, ich esse kein Schweinefleisch. Gut, bei mir, na klar, die Vorzeigemuslimin, klar, die ist Muslimin, die ist kein Schweinefleisch. Aber wenn jetzt nicht jeder wissen würde, dass ich Muslimin bin und ich sage, ich esse kein Schweinefleisch. Aha. Okay, dann ist das sofort schon. Und das merke ich, warum ist das denn immer noch nicht, wieso kann man das nicht gelassen aufnehmen? Warum ist das immer noch für viele, natürlich nicht für alle, Gott sei Dank, aber für viele immer noch schwierig, das einfach anzunehmen, zu sagen, ja gut, dann ist das eben so.
Gibt es übrigens auch umgekehrt, dass einem als Einziger kein Alkohol angeboten wird, weil die Leute quasi vorausschauend einen schützen wollen, dass man das Sünden Problem begeht. Das Problem habe ich jetzt nicht, Cem. Das Problem habe ich sagen regelmäßig. Wolltest. Ich bin ja ein Jahr lang deutscher Bierbotschafter gewesen. Und nach einem Jahr habe ich immer noch grüne Kreisverbände, die sich wirklich einen Fußreis rausreißen, um irgendwie alkoholfreie Getränke als Geschenk zu besorgen, weil sie irgendwie denken, sonst begehen sie da irgendwie einen Sündenfall, wenn sie dem Muslimen irgendwas mit Alkohol geben. Das ist sensationell. Ja, das oder, war so nur bei dir. Ich kriege immer den Sekt mit Alkohol und so. Ich bin seit meinem 17. Lebensjahr bin ich Vegetarier und nach wie vor, wenn ich irgendwo hinkomme, ist es wegen Islam. Gell? Also ich meine, ich kenne mich nun wirklich nicht besonders gut aus im Islam, aber ich weiß, dass im Islam gibt es Schweinefleisch, aber nicht Vegetarismus als Vorschrift. Also auch bei den umstrittenen Propheten worden von Mohammed findet sich nirgendwo der Vegetarismus, findet sich vieles, aber das findet sich nicht. Aber dass mir nach wie vor immer Leute sagen, dass wegen Islam stimmt's. Sensationell. Also es gibt auch andersrum, Lamia, das Phänomen, dass Leute dich beschützen wollen, dass du da deiner Religion nicht verlustig gehst. Ich werde nie vergessen, ein Erlebnis im Religionsunterricht. Ich bin aufgewachsen in Baden-Württemberg, da gab es eben damals evangelisch-katholischen Religionsunterricht. Selbst Ethik hatten wir damals nicht, Silvia, so war das damals unter Meyer-Vorfelder und als Kultusminister. Und meine Mutter sagte, naja, muslimischen Religionsunterricht gibt's nicht, suchst du halt irgendeinen aus, besser als Holstunde, weil das war für sie das Schlimmste, wenn der Sohn irgendwie rumlungert und nicht weiß, was er tun soll. Das geht gar nicht. Also dann besser evangelisch oder katholisch. Ich durfte es mir selber aussuchen, saß drin. Evangelisch, was hast du denn genommen? Evangelisch, weil das die meisten waren. Ich bin da mit der Masse gegangen und weil die Lehrer irgendwie cooler waren. Damals, und jedenfalls, warum ich es erzähle, ist, in der ersten Schulstunde meine Lehrerin will wissen, was denn meine Vorschriften seien im Islam. Ich gucke sie so an, wie meinen sie das, was meine Vorschriften sind im Islam? Ich konnte mit der Frage nicht so viel anfangen. Naja, meine Gebote. Naja, wir beten halt abends, wenn wir ins Bett gehen. Und meine Mutter sagt immer, man soll ein guter Mensch sein, man soll irgendwie nicht klauen, man soll keine bösen Dinge machen, man soll seinen Mitmenschen helfen und so. Und dann sagt meine evangelische Lehrerin, also sorry, das ist nicht richtig, da fehlt was. Ja, was fehlt denn um Gottes Willen? Ja, ihr müsst nach Mekka. Um Gottes Willen, was soll ich da? Da kenne ich doch gar niemand. Ich war noch nie in Mekka, ich will da eigentlich auch nicht hin und kenne da auch gar niemand. Und dann kamen eben diese fünf Pflichten des Muslimans und der Muslimanin, von denen ich irgendwie leider nicht einen Haken dahinter machen konnte. Und dann schickte sie mich nach Hause, um meiner Mutter zu sagen, dass wir also keine guten Muslimane sind. Und meine Mutter sagte mir allerdings auch was. Die sagte, ich glaube, die hatte nicht ganz unrecht mit dem Satz, weißt du was, sagt einer Lehrerin, wenn wir es alle so halten, dass jeder seine Religion so auslegt, wie er oder sie es für richtig hält und wir den anderen keine Vorschriften machen, dann wären wir auf diesem Planeten glücklicher. Wenn wir es anders handhaben, dann wären wir auf diesem Planeten sehr viel Ärger miteinander bekommen. Und insofern, ich kenne also auch das andere Phänomen, dass die Mehrheitsgesellschaft in höchstem Maße verunsichert ist und ein bestimmtes Klischee hat. Und das, was du beschrieben hast jetzt mit dem, also ich übersetze es mal, Mensch, die könnten doch auch mal sagen, schön, dass du da bist, du gehörst dazu, du bist irgendwie Teil dieser Gesellschaft. Jetzt haben wir es damit zu tun, dass das, was du beschrieben hast, in Zukunft meines Erachtens eher zunehmen wird, weil die Identitätsdebatte ist wieder voll da durch das Erstarken der AfD. Die wird auch nicht so schnell weggehen, die bleibt. Das heißt, wir werden wieder all diese Debatten, die wir alle schon kennen, die Multikulti-Debatte, die wird wieder massiv kommen. Gut, dass ich dazu schon Bücher geschrieben habe und Skript, dann kann man sie einfach nochmal... Ich meine, das, was der Albert vorher bei der Vorstellung gesagt hat, das gilt jetzt für die nächsten Jahrzehnte, Lamia, was deine Kalender angeht. Also diese Debatte, die kommt wieder massiv, wird die wieder kommen. Wer ist Deutscher? Wie ist es mit der Loyalität? Ab wann gehört man dazu? Ab wann gehört man nicht dazu? Wie halten wir es mit den Flüchtlingen? Können die je Deutsche werden? Ab wann? Und was sind die Voraussetzungen, Integrationspflicht und so weiter. Auf diese Debatte muss man sich massiv vorbereiten. Die trifft auf eine Gesellschaft, wo ein Teil der Rechten im Prinzip, ich will es mal plastisch formulieren, republikanisches Verfassungsverständnis nie wirklich internalisiert hat. Also, dass man sagt, Deutscher ist, wer sich an die Verfassung hält
und die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt, der ist erstmal Staatsbürger dieser Republik, wer sich entsprechend zur Verfassung bekennt. Da tut sich, das ist nicht ein gesellschaftlicher Konsens, weil wir das leider nie wirklich vernünftig ausdiskutiert haben. Wäre aber wichtig für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Und jetzt will ich nicht Klischees bedienen, aber bei dem Teil des linksliberal-grün-bunten Milieus wiederum, das ist, glaube ich, besser geworden, aber zumindest zu der Zeit, als ich mich habe einbürgern lassen, hatte ich das Phänomen, und das hat mir auch nicht wirklich geholfen, die haben mich eher so ein bisschen immer bedauert, dass ich jetzt deutscher Staatsbürger bin. Also ich werde nie vergessen, als ich mit 18 Jahren endlich einen deutschen Pass hatte und froh war, dass ich jetzt ohne Visumszwang durch die Welt reisen kann. Das Thema ist ja übrigens immer noch aktuell im Zusammenhang jetzt mit der Türkei und der Frage Visum. Viele werden es verfolgen. Damals war es nur so, das galt auch für hier in Deutschland Lebende. Also das heißt, ich konnte mit meiner Schulklasse nicht nach Frankreich zum Schüleraustausch. Ich konnte mit meiner Schulklasse nicht in die Schweiz, weil überall Visum waren. Die Visumsbedingungen waren praktisch so, dass sie fast nicht erfüllbar waren. Also war ich froh, wenn ich mit Deutschem, mit 18 endlich nach 2 Jahren meinen deutschen Pass bekommen habe. Und meine ganzen linken, linksliberal, grün-bunten Freunde haben mich alle bedauert. Du Armer, bist jetzt Deutscher, wie schlimm und wie schrecklich muss das sein, dass du jetzt auch einen deutschen Pass hast. Das heißt, also ich habe damals nicht dazu gehört. Du gehörtest ausdrücklich nicht dazu, weil du warst nicht in Urach. Jedenfalls, was ich damit sagen will, ist, also es gehört schon auch, und da hat die Lam ja recht, eine Mehrheitsgesellschaft dazu, die erstmal weiß, was sie von den Migranten möchte. Das macht es dann leichter, um dazu zu gehören. Deine Mutter hat dir so eine Art religiösen Toleranzgedanken gleich mitgegeben, so wie sie das formuliert hat, dass alle ihre Religionen wohl so richtig leben sollten, wie sie es für richtig halten, und dann wäre es einfacher, wenn man das den anderen auch so machen ließe. In der Tat, Lamia, rund um den Islam gibt es allerhand Vorstellungen, wie der Islam zu sein hätte. Und wie soll er denn sein? Was ist rund um den Islam das Integrationshemmnis? Was ist das Schwierige mit dem Islam? Normalerweise wirst du wahrscheinlich andersrum gefragt, nämlich du giltst ja als die Hoffnung für einen anderen Islam. Aber was macht es denn schwierig mit dem Islam? Was ist daran tatsächlich ein Problem, dass es anderen so leicht macht, darauf einzuschlagen? Also ehrlich gesagt, werde ich diese Frage eher ständig gestellt. Wird mir diese Frage stellen? Ja, eigentlich weiß doch jeder von Ihnen, was das Problem am Islam ist. Das wird doch seit Jahren und einem Jahrzehnt rauf und runter diskutiert. Und ich sage es mal bewusst, es ist häufig die Vermischung von bestimmten Traditionen aus bestimmten Ländern mit religiösen Vorstellungen. Und es ist natürlich sehr schwierig, kulturelle Vorstellungen so völlig von Religion frei zu machen und das zu destillieren und zu sagen, also das ist wirklich nur noch Religion und das hat nur noch was mit Kultur zu tun. Ganz am ganz praktischen Beispiel, Frauenverständnis, die Rolle von Frauen. Der Koran hat eigentlich eine relativ positive Rolle Frauen zugesprochen, auch sogar eine emanzipiertere Rolle den Frauen zugesprochen. Wenn wir uns heute Kernbereiche der islamischen Welt anschauen, werden wir diesem Anspruch nirgendwo gerecht oder zumindest sehr, sehr, sehr selten und wenn überhaupt nur annähernd gerecht. Das ist eine der Hauptprobleme, würde ich sagen. Aber ich will das gar nicht so sehr nur schwarz malen, denn ich hatte gestern eine sehr schöne Begegnung. Ein Journalist aus Amerika, der übrigens in Baden-Württemberg geboren ist und aufgewachsen ist, Jascha Monk, kennt der ein oder andere, ist auch Autor, hat ein Buch geschrieben, ich bin Jude, heißt das Buch. Und der schreibt eine Reportage für ein amerikanisches Magazin und ist jetzt gerade wieder in Deutschland und hat mich gestern im Unterricht besucht, im islamischen Religionsunterricht in der Schule. Und ich weiß auch nicht, wie es der Zufall will, er saß an meinem Tisch, an dem meine Kollegen sitzen und sofort, ich weiß nicht, ich hatte mich am Tag vorher auch mit einer Kollegin unterhalten, die polnischstämmig ist, im Ruhrgebiet ja nichts Besonderes, über Deutsch sein, über Identitäten in Deutschland, über Integration, also über all diese Themen, über die wir jetzt sprachen. Und die sprach mich auf einmal vor dem Journalisten an, das war ihr, glaube ich, gar nicht so bewusst. Und dann entfachte da so eine Diskussion zwischen uns. Sie sagte, ja, aber die Muslime sind doch auch irgendwie daran schuld, dass man so über sie denkt. Da sage ich immer, bist du denn damit zufrieden, dass alle denken, Polen würden klauen? Wenn wir dieses Klischee allen Ernstes und dieses Narrativ dauernd bedienen, da müsstest du doch auch was dagegen haben. Ja gut, aber es gibt doch wirklich Polen, die klauen. Da sage ich, ja, und das rechtfertigt, dass wir jetzt wirklich sagen, alle Polen klauen, oder wie? Also es war unheimlich schwierig. Er hat sich alles fleißig mitgeschrieben. Wir sind dann, naja, was soll er auch machen? Wir sind dann in den Unterricht. Und dann,
Ich meine, es ist häufig so, ich meine, für mich ist das, die denken immer, die beobachten mich. In Wirklichkeit beobachte ich die Journalisten. Denn die denken immer, jetzt gehen wir in den islamischen Religionsunterricht, wer weiß, wie das da ist. Und die denken ja immer, da sitzen alle potenzielle Dschihadisten und die sind alle total Koran-vernarrt und die werden halt totale religiöse Wesen. Und dann sitzen die da und sind total verwirrt, warum wir nicht nur den Koran studieren und da irgendwelche arabischen Verse rauf und runter rattern. Das tun wir natürlich nicht, sondern dass wir ein Schulbuch haben mit schönen Bildchen drin und dass wir auch Fragen im Schulbuch haben und dass man auch reflektieren muss und so. Und gestern begannen wir das Thema Beten. Und die nächste Seite ist eine Eröffnungsseite, wo ganz viele unterschiedliche Menschen unterschiedlicher Glaubenszugehörigkeit unterschiedlich beten. Auch Juden an der Klagemauer, orthodoxe Juden. Ich bat also jemanden, ob jemand weiß, was das überhaupt ist. Die meisten kannten es nicht, was ja schon mal gut war. Und dann frage ich, was seht ihr auf dem Bild? Bildbeschreibung. Also Männer mit schwarzen Mänteln und schwarzen Hüten. Wohlgemerkt, sechs, nee, es war die sechs, doch sechste Klasse. Dann sagte ich, ja, und wer trägt denn schwarze Mäntel und schwarze Hüte? Ich dachte, jetzt ist klar, dass jemand sich meldet und sagt, Juden. Da meldet sich jemand wutentbrannt. Ich so, und? Die Mafia! Der Journalist da hinten hat sich in die Ecke geworfen. Der wusste natürlich überhaupt nicht mehr, was er machen sollte. Er sagte, es ist nicht die Mafia, es sind noch ein paar andere Leute. Und dann meldete sich ausgerechnet der Flüchtlingsjunge. Wir haben einen Jungen aus Syrien in der Klasse, der inzwischen seit 2 Jahren da ist und relativ gut Deutsch spricht, meldete sich. Er sagt, ich kann es nur auf Arabisch sagen. Ich weiß nur, wie die auf Arabisch heißen. Dann sage ich, wie heißen sie denn auf Arabisch? Yahud. Das sind eben Juden. Dann sage ich, ja, das sind Juden. Richtig. Ja, interessant, dass nur er das wusste. Naja, ich habe mir auch schon meinen Teil gedacht, nichts gesagt. Und so ging die Stunde weiter. Das war wirklich eine schöne Stunde. Unterricht ist beendet. Und ich sagte, der Herr Monk ist auch Jude. Und ich habe das ganz bewusst, ich meine, er schreibt ja darüber, über das Jüdischsein, sonst hätte ich es nicht gemacht. Dann drehen sich die Schüler hin, sind sofort zu ihm hin, haben ihn total Löcher in den Bauch gefragt, und warum sind die Juden auf dem Bild so gekleidet und er aber nicht so gekleidet? Und dann erklärte er das. Und er ging nachher aus dem Unterricht raus und sagte, wenn wir diesen Unterricht filmen würden, in ganz Deutschland ausstrahlen würden, hätten wir viel weniger Probleme. Und das glaube ich eben auch weil die Erwartung, nicht wegen mir, sondern weil die Erwartung, was Schüler oder wie der muslimische Schüler vermeintlich ist oder wie die Muslime vermeintlich sind, nicht die Realität sonst zeigen. Das, was wir in den Medien lesen, hat nichts mit meinem Leben oder mit dem Leben meiner Schüler zu tun. Überhaupt nicht. Vielen Dank, Lamia, für diese Illustration, wie Integration stattfinden kann. Vorher hat Cem gesagt, wer mit Frauen nicht klarkommt, der soll gleich wieder gehen. Was meinst du denn dazu? Also das würde ich ihm sofort zustimmen, muss ich sagen. Also als das in Köln passiert ist, meine Familie ist sehr bunt. Entgegen den Vorstellungen und Hoffnungen meiner Eltern, dass wir 4 Kinder alle arabischstämmige Menschen heiraten, am besten auch Verwandte, was nicht eingetroffen ist, meine Schwester hat einen Deutsch-Türken aus dem Schwabenländle geheiratet. Ich habe einen Deutsch-Deutschen geheiratet und dann gibt es dann noch eine deutsch-russische Schwägerin und einen syrischen kurdischen Schwager. Das kann man sich vielleicht vorstellen, wie bunt das ist. Und als wir darüber sprachen, was da in Köln passiert ist, haben alle unisono, mein Bruder, meine Schwager, alle gesagt, also wenn man das beweisen kann, ne, dass der und derjenige übergriffig geworden ist, müssen die ausgewiesen werden. Das war für uns alle völlig klar. Selbst meine Eltern haben das gesagt. Da gibt es keine Toleranz für. Und ich musste auch sagen, ich bin ständig an irgendwelchen Bahnhöfen nachts unterwegs oder an Flughäfen. Ich möchte das auch nicht erleben. Ich glaube, das ist völlig klar. Das sage ich ja als Frau. Da muss man keinen Migrationshintergrund haben. Da muss man keine Muslimin sein. Das ist klar. Anders und ein bisschen schärfer gefragt. Ich danke Dieter Wolf für die Frage. Wie sieht eine gerechte Zuwanderungspolitik aus? Also Frauenfeinde jedenfalls nicht oder Leute, die mit Frauen nicht klarkommen, die dürfen nicht kommen. Die dürfen schon kommen, aber sie müssen die Bereitschaft mitbringen oder zumindest dann hier die Bereitschaft zeigen, Dinge anders betrachten zu müssen. Zumindest eine Lernbereitschaft mitzubringen. Doch, das kann man ihnen abverlangen. Und ich glaube, wie hast du es gerade genannt, gerechte Zuwanderungspolitik. Müsste so aussehen aus meiner Sicht. Oder Zuzugspolitik, je nachdem, wie man es sagen will. Sie muss bestehen aus Fordern und Fördern. Und das Fordern ist tatsächlich, Kriterien aufzustellen, wie wir uns das hier, unser Zusammenleben vorstellen. Wie man zu dieser Gruppe von einem Uns, und das Uns müssen wir eben definieren, dazugehört. Und gleichzeitig darf der Migrant, der auch kommt, natürlich auch Erwartungen haben. Der darf sagen, wenn ich folgende Kriterien erfülle, Spracherwerb, wirtschaftlich, wie auch immer,
dann möchte ich aber auch dazugehören und dann möchte ich auch bestimmte Dinge hier sagen dürfen und fordern dürfen. Das darf man, aber dafür müssen wir vorher erstmal sagen, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind. Wir sind ein Einwanderungsland. Aber jedenfalls willst du da so ein paar Kriterien haben. Also da hast du gesagt, da gibt es den Spracherwerb und mit den Frauen, das soll jedenfalls auch in Ordnung gehen. Also ich bin eine totale Verfassungspatriotin. Ich finde sämtliche, also mindestens die ersten 20 Artikel unseres Grundgesetzes, die müssen irgendwie verinnerlicht werden. Ja, es gab mal so eine Überlegung, ob man darauf schwören sollte bei der Einreise und so weiter. Das ist, muss man sich überlegen, ob man diese Form unbedingt will. Aber ich finde schon, dass man bei der Einwanderung in ein Land, auch wenn man aus einem Kriegsland kommt und auch wenn man gar nicht einwandern wollte sozusagen, weil man aus der Not heraus einwandert, schon sich damit auseinandersetzen muss, in welchem Land man angekommen ist und wo die Kinder demnächst aufwachsen werden, wo man vielleicht sogar heimisch werden kann, will vielleicht, wird. Das kann man erwarten und gleichzeitig ist es aber auch nur fair, und da sind wir wieder beim Gerechten, diesen Menschen zu sagen, was wir von ihnen erwarten. Aber dann müssen wir auch, wer A sagt, muss auch B sagen. Wenn die das dann erfüllen, dann müssten wir aber auch wirklich bereit sein, die Arme zu öffnen oder weiterhin geöffnet zu halten. Das klingt, wenn ich dich richtig verstehe, wie eine Art Integrationsvertrag individuell. Ja, so ein Stück weit. Wenn die bereit sind, das, dann geben wir. Es muss eine Bereitschaft von allen Seiten da sein. Das meinte ich ja gerade mit Integration, alle aufeinander hin, sonst funktioniert es. Wenn wir eine verschlossene Gesellschaft wären, und ich sage es ja bewusst im Konjunktiv, dann wird es nicht funktionieren. Dass Teile unserer Gesellschaft, der Mehrheitsgesellschaft, verschlossen sind, sehen wir ja tagtäglich in den Nachrichten, aber sind natürlich nicht alle. Ja, also dass man aus humanitären Gründen helfen muss, ich glaube, das sehen die meisten Mitbürger und Mitbürgerinnen doch ein. Die Frage ist doch nur, warum, dass wir, ich meine, ein Stück weit ist ja auch die Mehrheitsgesellschaft total verunsichert. Denn wir wissen doch selber nicht, was können wir denn von den Flüchtlingen verlangen? Dafür brauchen wir doch vorher eben Konzepte. Warum haben wir denn kein Einwanderungsministerium? Warum haben wir keine Einwanderungsgesetze? Warum formulieren wir denn nicht endlich mal Kriterien? Worauf warten wir eigentlich? Also Kriterien formulieren und so ein Vertragsangebot quasi machen. Ja. Und die dann unterschreiben, die dürfen alle bleiben. Ich gehe mal davon aus, dass fast alle unterschreiben werden. Die Frage ist nur, bewährt sich das? Also ja, bewährt sich das? Halten Sie sich daran? Und wenn nicht, wie sanktionieren wir die dann? Auch das muss natürlich vorher geklärt werden. Was machen wir denn gegen Verstöße wie in Köln? Ich meine, um ehrlich zu sein, haben wir einen Rechtsapparat, einen funktionierenden Rechtsapparat. Wir wenden unsere Gesetze an. Was ohnehin schon getan wird. Ja, es ist ja nicht so, dass sie im rechtsfreien Raum da agieren würden in Köln. Es ist halt nur unheimlich schwer, denen das nachzuweisen und dem dann nachzugehen. Und das dauert halt alles. Aber im Grunde genommen haben wir das Rüstzeug doch schon längst. Wir müssen uns ein Konzept überlegen, wie wir dieses Rüstzeug sozusagen und diese Werkzeuge vernünftig einpflegen. Und dazu gehört aus meiner Sicht nochmal, dass wir uns klar als Einwanderungsgesellschaft, die vom Pluralismus lebt und daraus auch, das macht Kanada beispielsweise, auch ganz klar sagt, das gehört zu deren Konzept, aus dieser Pluralität heraus ziehen wir Kreativität. Das ist unser Kapital sozusagen. Unser Kapital ist die Pluralität. Und ich glaube, ein Stück weit ist auch das inzwischen unser Kapital. Politiker erklärt man gemeinhin für zuständig für Konzepte. Wie könnte man das denn so anstellen, Jim? Ein solches Vertragskonstrukt oder diese Art von Umsetzung von Einwanderungsgesellschaft, diese Zuzugspolitik, bei der Leute, die mit Frauen klarkommen, jedenfalls ausgeschlossen werden? Also erstmal, es gibt keine Gleichheit im Unrecht. Was meine ich damit? Das Argument, dass es nach Köln ja erstmal gab, was irgendwie verständlich ist, aber 0,0 weiterhilft. Sexismus gab es ja auch schon vorher, gab es ja auch anderswo, Stichwort Oktoberfest und so weiter. Man muss sich mal in die Lage versetzen einer Frau, die das da irgendwie erlebt hat. Und dann sage ich ihr, ich übersetze das jetzt mal etwas plump, stell dich nicht so an, wenn du wüsstest, was wir schon alles erlebt haben. Das ist, glaube ich, kein Argument, mit dem man Mehrheiten in der Gesellschaft organisiert. Mal ganz abgesehen davon, dass es erstaunlich wenig Empathie zeigt für eine Bewegung, die eigentlich mal angetreten ist, anderen vorzuwerfen, dass sie einen Mangel an Empathie haben. Also da stimmt irgendwas nicht. Das finde ich bemerkenswert, dass es so einen Reflex bei manchen gab am Anfang. Ich kann den nicht begründen, ich kann ihn nicht verstehen, weil der ist mir einfach wesensfremd. Ich finde, da fällt einem kein Zacken aus der Krone, wenn man klar sagt, wir wissen vielleicht jetzt am Anfang, wir wissen vielleicht noch nicht genau, was da passiert ist und wer es war.
aber verlassen sich drauf, das wird Konsequenzen haben, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben und wir werden die Konsequenzen daraus ziehen, was immer notwendig ist. Das kann man ja einfach mal so sagen und muss dann nicht gleich einen Satz hinzufügen, aber anderswo ist es auch schlimm. Also nochmal, es gibt keine Gleichheit im Unrecht. Das Argument, dass es auch deutsche Neonazis gibt, das Argument, dass es auch deutsche Frauenfeinde gibt, das ist richtig, aber das beantwortet nicht, dass man sagt, und deshalb dürfen es die anderen auch. Das ist nun mal nicht so. Eine Zuwanderungsgesellschaft hat das Recht, Bedingungen zu formulieren. Wenn man es ernst meint mit der Zuwanderungsgesellschaft. Die hat das Recht, Bedingungen zu formulieren. Natürlich würde ich mir auch wünschen, dass wir in der Gesellschaft leben, wo es keine Rechtsradikalen gibt, wo es keine Frauenfeinde gibt und keine Schwulenfeinde gibt, die deutsche Staatsbürger sind. Aber die gibt es halt nun mal. Das muss ich anders klären. Das kann ich ja schlecht über die Zuwanderung klären. Das muss ich über Bildung klären, über Aufklärung klären und da, wo notwendig, im Strafgesetzbuch mit der Polizei, mit der Staatsanwaltschaft. Also deshalb bitte das auseinanderhalten und nicht permanent vermischen, weil das vergiftet auch die Einwanderungsdebatte, wenn man das permanent nicht sauber argumentiert und auseinanderhält. Und was die Frage der Zuwanderung angeht, ich meine, das ist ja das große Problem, dass Deutschland im Prinzip, wenn man so will, Jahrzehnte hinterherhinkt, indem, dass wir eigentlich jetzt irgendwie verstanden haben, wir sind ein Einwanderungsgesetz und ja auch die Zahlen entsprechend das hergeben, aber die Gesetzgebung noch nicht da ist. Also das ist wie beim Staatsangehörigkeitsrecht. Das neue Staatsangehörigkeitsrecht kam im Grunde 10 Jahre zu spät. Und als es dann kam, kam es leider nicht so, wie es hätte sein müssen, sondern es kam erst mal amputiert, weil Rot-Grün gleich mal eine Klatsche in Hessen bekommen hat und dann musste man diesen schmerzhaften Kompromiss fassen und dann hat es dazu geführt, dass die Einbürgerungszahlen in homöopathischen Dosen angestiegen sind, aber nicht so, wie es eigentlich notwendig wäre. Warum? Weil wir es nicht geschafft haben, bedauerlicherweise, also in der Vergangenheit, einen gesellschaftlichen Kompromiss oder Konsens hinzubekommen, parteiübergreifend, lagerübergreifend, der sagt, liegt es in unserem Interesse, also im Interesse der Mehrheitsgesellschaft, dass wir aus Ausländern Inländer machen, ja oder nein? Das muss man mal klären. Das ist ja nach wie vor in den Köpfen unklar. Ein Teil der Konservativen ist da immer noch nicht richtig klar, ob sie das eigentlich wollen. Sondern da hat man eher so das Gefühl, ich bin ein großer Kung-Fu-Fan, vielleicht kennt jemand den Film mit den Kammern der Shaolin, also wo man immer diese Prüfungen überwinden muss. So ähnlich ist das deutsche Einbürgerungsrecht aufgebaut. Also das Ziel ist, Leute rauszufiltern. Das Ziel ist nicht, aus Ausländern Inländer zu machen, weil man glaubt, dass man von Inländer zu Inländer Probleme leichter lösen kann, wie von Inländer zu Ausländer. Wenn ich Inländer bin, dann habe ich doch eine ganz andere Beziehung zu der Gesellschaft und zu den Problemen der Gesellschaft. Weil da sind es meine Probleme. Und die Kinder wachsen auf in meinem Land und nicht in der Diaspora. So, und deshalb halte ich das für ganz unabdingbar, dass wir da eine gesellschaftliche Verständigung erzeugen, die A, das gehört auch dazu, nicht nur die Zuwanderung regelt, sondern auch das, was mit den Zugewanderten passiert. Weil jetzt ist ja die große Frage, wenn die Flüchtlingszahlen zurückgehen, jetzt kommt die Integration auf die Tagesordnung. Also wir wollen ja nicht wiederholen, was wir bei meinen Eltern hatten, dass die erst mal jahrzehntelang Ausländer sind, sondern wir wollen ja möglichst, dass die zeitnah Schritt für Schritt Teil dieser Gesellschaft werden und für mich gehört eigentlich zu einer gelungenen Integration die Einbürgerung dazu. Also ich will es mal plastisch formulieren. Bei uns ist es so, man wundert sich fast, wenn jemand sich entscheidet, sich einbürgern zu lassen. Ich würde mich eigentlich umgekehrt wundern. Ich würde mich wundern, wenn jemand sich nicht einbürgern lässt. Also wenn man die Jahrzehnte hier ist und sich gegen die Einbürgerung entscheidet, dann würde ich eigentlich mal einen Besuch machen und sagen, warum wollen Sie eigentlich nicht Teil unserer Gesellschaft werden? Wenn ich Innenminister wäre, ich würde sagen, das ist eine Niederlage, wenn jemand sich nicht einbürgern lässt. Wo ist das Problem? Und bei uns ist doch die Haltung gerade eine umgekehrte. Das ist, ich will gar nicht, dass die Leute eingebürgert werden. Das ist der Spirit von Manfred Kanter, schwirrt da immer noch ein bisschen in den Amtsstuben der Innenministerien rum und der muss da raus. Aber erstmal willst du ja auch filtern. Du sagst, die mit Frauen nicht klarkommen, die können gleich wieder gehen. Selbstverständlich hat eine Mehrheitsgesellschaft das Recht. Die müssen wieder gehen?
Heißt das, die müssen wieder gehen oder heißt das, die können wieder gehen? Ja gut, das ist jetzt ein Satz für den Marktplatz gerade gewesen. Die Operationalisierung des Satzes für die klugen Köpfe der Heinrich-Böll-Stiftung wird das bedeuten, dass man natürlich einen Kurs braucht, wo die Leute eben lernen müssen, wie ist das bei uns mit für alle, die ins Land kommen, mit der Gleichberechtigung, mit Schwulen- und Lesbenrechten. Übrigens gehört dazu auch die Frage der Erziehung der Kinder, ganz, ganz wichtig. Wir kennen alle die Zahlen vom Kriminologischen Institut in Hannover, was Mediennutzung angeht und was das Thema innerfamiliäre Gewalt angeht. Wenn wir wollen, dass sich substanziell was ändert, nützt es nichts, wenn wir diese Themen nicht ansprechen, weil dann wird es nicht den Erfolg geben, den ich möchte. Ich glaube, Lamia, der hier redet, ist ja einer, der selber aus der Community stammt und will, dass sich was ändert. Ich will ja, dass maximale Partizipation ist. Und maximale Partizipation gibt es aber nur, indem man über die Probleme auch spricht und sie nicht einfach unter den Tisch fallen lässt. Ich will gerade was zurückfragen, Lamia. Da ist Cem jetzt bei dem, was du vorher gesagt hast, als ich dich gefragt habe, wie ist das mit den Frauenfeinden sozusagen? Du hast gesagt, nee, es geht nicht um Zurückschicken, sondern dass die, ich weiß nicht mehr genau, wie du es gesagt hast, dass die bereit sind, sich auf etwas anderes einzulassen. Er sagt jetzt, die sollen einen Böll-Stiftungskurs besuchen. Ja, also ich meine, die Frage ist ja, wie vermitteln wir diese Werte? Und das sind ja doch ausgesprochen hohe Werte und edle Werte, hinter die wir ja alle nur stehen können, gerade wenn wir diese Gesellschaft so, in dieser Gesellschaft so weiterleben wollen und genau mit diesen Werten. Wie vermitteln wir? Wir vermitteln in der Schule zuallererst, glaube ich, gerade bei Kindern, und das ist das größte Potenzial, in der Hoffnung, Kinder von klein auf zu erreichen mit diesen Werten und ihnen das anzuerziehen. Aber was machen wir mit den Erwachsenen? Ja, vorher habe ich dich auch noch so verstanden, du wolltest so einen Katalog haben, also Kriterien. Die müssen gleich unterschreiben, dass sie mit Frauen nicht klarkommen. Wie geht das? Ja, beispielsweise, wenn man tatsächlich im Rahmen von Integrationskursen oder wie auch immer wir diese Kurse dann nennen, Wertekurse, Wertevermittlung, wir müssen uns überlegen, wie wir die dann nennen, die müssen belegt werden und die müssen vielleicht sogar mit Erfolg belegt werden. Das kann man doch vielleicht sogar abprüfen. Ich meine jetzt nicht im Sinne einer, jetzt setzen Sie sich hier hin und was machen Sie, wenn Ihr Sohn schwul ist? Das meine ich nicht. Sowas hatten wir ja schon mal in Baden-Württemberg, den Gesinnungstest. Das meine ich nicht. Ja, aber, ja, man aber kann dass auch man durchfallen. Schon. Ja, ich denke schon, dass man durchfallen kann. Ich denke schon, dass man durchfallen kann. Man kann schon zumindest bestimmte Werte abfragen, ob man die Rechte und Freiheiten, die das Grundgesetz hergibt und die sich daraus ableiten, dass man die kennt. Frage ich kann auch keinen Deutsch-Deutschen zwingen, das alles umzusetzen. Ja? Das weiß ich ja auch nicht, was die zu Hause alle machen, in Anführungsstrichen. Aber ich gehe mal davon aus, wenn jemand deutscher Staatsbürger ist, dann kennt er hoffentlich halbwegs das Grundgesetz. Hoffe ich. Hoffe ich. Das hoffen wir, glaube ich, alle. Das ist ja alles nicht ganz neu. Also wir tun jetzt gerade so, als ob wir gerade uns das irgendwie rausschwitzen müssten oder irgendwie wie abringen müssten. Lohnt ja auch einfach mal einen Blick auf die klassischen Einwanderungsländer, die da schon über Erfahrung verfügen, auch natürlich ihre Fehler gemacht haben, die Fehler korrigiert haben und dann nachjustiert haben. Also da muss man jetzt auch nicht das Rad neu erfinden. Ich will nur für eine Falle immer warnen. Also jetzt rede ich auch als jemand in der Politikpraxis. Das funktioniert ja immer so, von rechts kommt immer, vor allem im Wahlkampf, immer, die Kurse müssen verbindlich sein und wenn nicht, dann gibt es eins auf den Deckel oder so. Und dann kommt immer der Reflex von links, also von wie immer man es jetzt definiert, von der progressiven Seite, ihr müsst erst mal die Kurse anbieten, ihr habt ja gar nicht genug Kurse. Warum lösen wir das nicht auf und sagen einfach beides? Also ich hätte gar kein Problem zu sagen, es muss genug Kurse geben, aber ich meine, ich mache die Kurse nicht aus Jux und Dollerei. Ich mache die Kurse, damit sie belegt werden. Und die Kurse hat man gefälligst zu besuchen. Weil die Kurse sind ja nicht als Schikane gedacht, sondern die Kurse sind dafür da, dass ich mich in der Gesellschaft zurechtfinde. Also gehört. Das ist eine berechtigte Frage. Wir haben nicht nur das Problem der angemessenen Bezahlung, sondern wir haben natürlich gerade ein ganz anderes Problem, überhaupt genug qualifiziertes Lehrpersonal zu finden. Bei den Zahlen, die wir da jetzt plötzlich haben beim Anstieg, das ist ein großes Problem vor Ort, das stimmt. Kann man bei den Kursen durchfallen? Also man muss den Kurs belegen, man muss ihn zu Ende führen und jetzt will ich nicht irgendwie, dass man da so, was weiß ich, wie in den 70er oder 60er Jahren in den USA, in den Südstaaten irgendwie, um registriert zu werden bei den Wahlen, die Fragen möglichst so gestaltet, dass Schwarze nie eine Chance haben. Also bitte nicht. Ich
bin immer vorsichtig bei so Sachen, weil ich mir immer den Beamten versuchte zu vorzustellen. Und als jemand, der die ersten 18 Jahre seines Lebens ohne deutschen Pass verbracht hat, habe ich da auch so manche Geschichte beizusteuern. Allein von mir selber, meine eigene Aufnahme in die deutsche Staatsbürgerschaft gestaltete sich auch durchaus abenteuerlich. Als Absolvent einer deutschen Schule musste ich auch nachweisen, dass ich deutsche Schreibkenntnisse und Sprachkenntnisse habe. Bilde mir ein, dass man die normalerweise mit einem baden-württembergischen Schulabschluss wohlgemerkt. Also die Baden-Württemberger wissen, was das heißt, gell? Also ein baden-württembergischer Schulabschluss, nicht irgendwie Angeber. Oben irgendwie im Norden Deutschlands. Und trotzdem musste ich nachweisen, dass ich auch noch schreiben kann. Also da mache ich mir immer ein bisschen die Sorge, Albert, wenn ich sowas höre. Wie läuft es dann vor Ort? Ist doch selbstverständlich, der Kurs muss belegt werden, er muss absolviert werden und man sollte am Ende des Kurses mehr wissen wie am Anfang des Kurses. Wir kommen jetzt schon in die Zielgerade dieser Diskussion und ich hätte gerne so eine letzte kleine Runde, die ist jetzt ein bisschen abstrakter vielleicht, was eigentlich der Staat leisten soll für die Integration. Und da seid ihr beide sehr erfahren in dieser Debatte, aber was eigentlich sind die staatlichen Herausforderungen? Jetzt nicht nur der Religionsunterricht, da gibt es ja ganz viel. Was kann der tun und was muss er tun? Also was sollte er nach eurem Verständnis tun, um Integration zu erleichtern? Oder sogar möglich zu machen, ja, überhaupt erst? Im Grunde genommen habe ich die Frage jedenfalls für mich schon beantwortet. Also Strukturen schaffen. Er muss Strukturen schaffen. Der Staat muss zunächst einmal für sich Strukturen schaffen, um überhaupt diese Leistung, um überhaupt Angebote formulieren zu können. Sagen wir es mal so. Also ich habe immer gesagt, und ich stehe da immer noch zu, die Mehrheit muss der Minderheit Angebote machen. Nicht andersrum. Also andersrum geht es gar nicht. Wie soll denn die Minderheit der Mehrheit Angebote machen? Das funktioniert nicht. Ja, die Mehrheit muss der Minderheit Angebote machen. Die Minderheit sollte, wenn möglich, die Angebote annehmen. Also sie muss sie schon annehmen. Ob sie alle annimmt, weiß ich. Da können wir uns jetzt drüber streiten, ja, ob alle. Aber sie muss Angebote annehmen. Aber um Angebote formulieren zu können, muss sie Strukturen schaffen. Es reicht eben nicht mehr nur, so zu denken, wie wir vor 30, 40 Jahren gedacht haben. Das hat ja Cem gerade gut angesprochen. Auch meine Eltern haben nie einen Deutschkurs besucht. Das merke ich auch heute noch, wenn sie Deutsch sprechen. Aber das darf eben nicht mehr so sein. Es ist ja Gott sei Dank auch nicht mehr so. Und das meine ich, um diese Angebote zu formulieren, müssen aber auch Strukturen inzwischen geschaffen. Wir brauchen tatsächlich, ich finde, dieses Ministerium, wir brauchen tatsächlich ein Einwanderungsgesetz, wir brauchen Kriterien. Und ich finde auch, ja, wir können von anderen Ländern lernen, aber inzwischen sind wir doch in einer sehr besonderen Situation und die Welt schaut eher auf uns, als wir inzwischen auf andere Länder. Und ich finde, das ist auch mal eine einmalige Chance, ein bestimmtes neues Profil Deutschlands irgendwie herzustellen. Gerade auch der Welt zu zeigen, wie machen wir es? Und ich glaube auch, wir haben kluge Köpfe in diesem Land, wir haben Ideen, wir wissen theoretisch, wie es geht, aber wir sollten es auch mal umsetzen. Und ich glaube, es scheitert bis jetzt nur daran, weil große Teile unserer Politik Angst hat vor dem Verlust von Wählerstimmen. Ich glaube schlichtweg, es passt sehr vielen Menschen in diesem Land nicht, wenn wir erklären würden, wir sind ein Einwanderungsland und es gibt ein Einwanderungsministerium und es gibt Einwanderungskriterien und Integration ist etwas, was jeder Bürger für sich allein in diesem Land oder um die sich jeder von uns auch bemühen muss. Das ist etwas, was der Demokratie, man muss sich jeden Tag um die Demokratie bemühen. Das klingt jetzt komisch, aber im Grunde genommen ist es doch genau das. Warum verlangen wir das denn ständig nur von Minderheiten? Das muss die Mehrheit gefälligst auch mal endlich bringen. Vielen Dank, Leime. Das fasst schon zusammen. Es ist tatsächlich nicht nur eine staatliche Aufgabe, sondern es ist eine Aufgabe, tatsächlich eine gesellschaftliche Aufgabe, eine Aufgabe auch für diejenigen, die kommen. Es ist tatsächlich eine gemeinsame Aufgabe. Aber meine Frage an Cem ist trotzdem wieder, was kann, was muss, was soll der Staat tun? Also jetzt aktuell im Zusammenhang mit der Flüchtlingsherausforderung, Verfahren beschleunigen ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Schnelle, zeitnahe Entscheidungen, das ist Gift für die Integration, wenn die Menschen im Limbo sind, nicht wissen, was mit ihnen passiert. Es gibt Leute, die sagen, von mir aus entscheidet mit Nein, aber entscheidet in Gottes Namen und lass mich da nicht ewig lang rumzappeln. Das ist, kann man sich ja, glaube ich, leicht vorstellen, wie unerträglich das sein muss für die Leute. Dann, glaube ich, muss man endlich sich dem Tabuthema denjenigen widmen, von denen wir wissen, dass sie bleiben werden, dass sie aber die Voraussetzungen fürs klassische Asyl nicht erfüllen. Ich rede von denen, die selbst hier bleiben werden, Gott behüte und Allah und wer auch immer behüte, wenn die CSU 50% bundesweit hätte, gäbe es trotzdem Leute, die bleiben im Lande.
haben aber den sogenannten Duldungsstatus, der ein unerträglicher Zustand für die Leute ist. Ohne Arbeitsmarktzugang, ohne Integrationsleistungen, Schwachsinn im Quadrat. Wir brauchen eine vernünftige Altfallregelung, damit diese Leute in eine Aufenthaltsverfestigung kommen, damit die Integration nachgeholt werden kann. Die hat man verpennt bei denen. Die muss dringend in Angriff genommen werden. Und ansonsten, glaube ich, ist die Schlüsselfrage schlicht Bildung, Bildung, Bildung. Das ist die entscheidende Frage. So schnell wie möglich in die Schulen schauen, dass man sie dort zusammenbringt mit deutschen Kindern. Ich wünsche das Glück, das ich hatte als Kind, dass ich deutsche Freunde hatte und Eltern hatte, die mich mit nach Hause, also die Kinder, die zu ihren Eltern mich mit nach Hause genommen haben und ich dadurch eben die Chance hatte, mal mitzukriegen, dass es auch noch was anderes gibt, dass man Hausaufgaben auch machen kann und man das sogar überleben kann. Also das halte ich für einen ganz entscheidenden Punkt. Da schaue ich die Silvia Löhrmann an, das, was ihr in NRW macht und das, was andere machen, das ist ein ganz entscheidender Punkt für das Gelingen der Integration. Rechtlich, Albert, klar, das hat die Lam ja auch gesagt, brauchen wir endlich ein Einwanderungsgesetz, damit die, die eigentlich nicht in diese Verfahren reingehören, aber andere legitime Motive haben, soziale Motive, wirtschaftliche Motive, damit die über einen anderen legalen Weg, vielleicht nicht sofort, vielleicht dauert es ein paar Jahre, aber eben darüber eine Chance haben, über ein Einwanderungsgesetz. Und ich teile das auch ausdrücklich, was Lamia gesagt hat, mit dem Integrationsministerium. Ich glaube, das wird auch zeigen, welchen Stellenwert das hat für die Bundespolitik, wenn man die Kompetenzen da bündelt. Das müsste allerdings eins sein, das weg ist vom Innenbereich, also weg vom Polizeibereich, weil es geht da jetzt nicht darum, dass man quasi den Polizeibereich anfettet. Das ist nicht die Art von Integration, die ich meine. Ich danke ganz herzlich Lamia Kador und Cem Özdemir für diese Diskussion. Es geht gleich weiter, zusammen mit der angesprochenen Silvia Löhrmann, mit einer Debatte tatsächlich, welcher Staat, welche Bürgerinnen. Der grüne Gerechtigkeitsanspruch zwischen staatlicher Gewährleistung und bürgerschaftlicher Solidarität. Moderieren wird Peter Siller, aber erstmal gibt es eine Viertelstunde Pause. Nochmal herzlichen Dank an Lamia Kador und Cem Özdemir.